Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Projekt der Feldversuch auf der Ellerbach. Ich lerne es noch, ich weiß, es ist ein bisschen schwierig mit mir, aber irgendwann kriegen wir das noch hin. Da bin ich ganz, ganz sicher, dass wir das noch gelöst bekommen. Da machen wir ein bisschen Musik im Hintergrund an und dann kommen wir hier zum Update, ne? Also ihr seht schon, oben in der Ecke, da ist ganz viel Kohle am Start. Wir haben 240.000. Ich habe ganz viel gemacht. Ich habe Kompost weggefahren. Ich habe Ackergras schon mal eine Runde zwischen runter. Ich habe hier auch natürlich wieder dafür gesorgt. Müssen wir mal gucken. Hier müssen wir auf jeden Fall nochmal nachdüngen. Das weiß ich. Ich habe einmal, glaube ich, gedüngt. Ja. Machen wir aber alles heute Abend im Livestream noch. Ne? Es kommt ja auch wieder 20 Uhr oder 20.30 Uhr. Weiß ich noch nicht. Gehen wir wieder online. Und hier bin ich gerade dabei, auch wieder Gas zu geben. Wir werden sicherlich heute Abend ganz viel Gras runterholen müssen. Weil ich bei der letzten Runde das Gras habe liegen lassen. Das heißt, wir müssen uns auch überlegen, was wir damit machen. Und wir werden heute Abend auf jeden Fall Klee machen. Wir das ja schon lange machen. Ich weiß nicht, ob wir ein Feld mit Klee machen. Wir müssen mal zusammen ein bisschen entscheiden heute Abend, was wir alles tun wollen. Feldkauf, Gerätekauf, ich habe so ein bisschen, aber wie gesagt, ihr wisst ja, 200.000, wenn ihr was kaufen wollt, sind ratzfatz weg. Das geht so schnell, kann man gar nicht gucken, so schnell ist das Zeug weg. So, jetzt mal eben hier anstellen. Ich glaube übrigens, müssen wir eben gucken, ich glaube, dass der hier mehr kann als 9 Meter, ne? Wir versuchen mal 9.4. Wir lassen uns die jetzt mal eben anzeigen. Ich glaube, das könnte gerade eben hinhauen. Müssen wir mal gucken auf dem Rückweg gleich. Also müssen wir zwei, drei Bahnen fahren und schauen, ob das hinhaut. ich habe schon gehört, also Werner ist jetzt tatsächlich gerade auf der Karte, obwohl der eigentlich sonntags andere Projekte aufnimmt. Aber er ist gerade da, also er macht hier einen Auftrag. Ihr seht das da gerade. Ne? Holt der Zuckerrüben runter. Aber er hat schon angekündigt, sich entsprechend zu revanchieren, ne, was so diese Aktion mit dem Feldkauf angeht. Bin sehr gespannt, ne? Sehr, sehr gespannt, was da kommt. Ich glaube, es wird cool. Das macht so ein bisschen das Projekt aus, ne? So ein bisschen diese Nickeligkeiten. Freue ich mich schon so ein bisschen drüber. So, jetzt müssen wir gucken. Das könnte mit den 9,4 könnte genau passen. So, aber ist denn hier? Natürlich wollen wir die Schwarte ablegen, ne? Ach so, das ist nicht so richtig clever, wenn ich jetzt ausgerechnet die Breite verändere, weil wir dann die Schwarte nachher nicht übereinander haben. So, dann muss ich es wieder zurückändern. 9 Meter. Müssen wir beim nächsten Mal machen, ne? So. Ja, genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Die Schwarte müssen wir schon aufeinander haben, sonst haben wir da deutlich mehr Arbeit als nötig. Ja, wie gesagt, Pferd habe ich verkauft. Wir haben auch, ich habe auch ein paar mehr Kühe gekauft. Wir haben 14 Stück an der Zahl. Die müssen aber noch Klee haben, ne? Das ist relativ klar. Ansonsten, Pferde sind geritten. Wir werden auch demnächst wieder drei Pferdchen haben. Also zwei, drei Tage müssen wir warten. Und wir müssen nochmal zwei nachkaufen heute Abend. Aber das ist ja nicht die Welt. Die Frage ist, was wollen wir heute starten? Wir müssen auch gucken, was mit dieser Genossenschaftsnummer passiert, ob das wirklich stattfinden wird, was der Werner da vorhatte, so eine gemeinsame Genossenschaft aufzumachen. Wir könnten ja mal fragen. Wie gesagt, er ist ja gerade live hier, also er ist nicht live, aber er ist hier im Spiel dabei. Wir können ja mal fragen. Das ist schon genauere Pläne zur Genossenschaft. So. Schauen wir mal, ob er da schon was zu sagen kann. Ich möchte nämlich eigentlich keine Sämaschine kaufen, wenn wir in der Genossenschaft eine große Sämaschine anschaffen. Das wäre ja eigentlich ein bisschen Quatsch, ne? Ich glaube auch, dass das seine Genossenschaft eher nicht funktioniert. Ich bin so ein bisschen ehrlich, ne? Weil wir machen alle was anderes. Der Werner ist ständig mit seinen Zwiebeln und Gedöns dran. Warum sollte der eine Sämaschine? Also bestimmt keine. Der braucht eine Einzelkorn-Sämaschine, ne?
Ach nee, gar nicht wahr. Moment. Zwiebeln gehen auch mit einer großen normalen Sämaschine. Und Karotten. Ja, stimmt, das geht auch. Okay, das ginge. Das, da würden wir übereinkommen. Aber Renny zum Beispiel macht da, glaube ich, gar nichts mit. Der ist ja Holz und Produktion unterwegs. Bei Hummer und Prodi glaube ich, dass die das gar nicht mitmachen oder mitmachen können. Aus Kostengründen. Ja, es hat so eine Sache. Schwierig, schwierig. Eigentlich ist es die... eigentlich ist es eine Genossenschaft, die den wohlhabenden Bauern auf der Karte noch mehr Möglichkeiten gibt. Eigentlich nicht fair, ne? Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, muss man echt, das sollten wir vielleicht doch nochmal gegendiskutieren. Weil das ist halt so, jetzt stellt euch mal vor, Renny, Werner und ich, wir machen diese Genossenschaft und dann haben wir alle diese teuren Geräte und Prodi und Stefan können das nehmen, weil die das Geld dafür nicht haben. Das ist denen wahrscheinlich egal, die haben da keinen Stress mit, aber trotzdem sind wir dann einfach nur wieder, haben wir dann Vorteil. Eigentlich ist die Genossenschaft ein Vorteil für die großen Bauern jetzt, so wie wir sie geplant haben. Hm. Ich sehe gerade, ich muss den Drescher und das Schneidwerk nochmal reparieren. Das sieht man immer, ne? wenn der 9 fährt anstatt 10, dann hat man immer das Thema. Vielleicht möchte Werner die Genossenschaft ja auch nicht mehr machen. Oder vielleicht möchte er das mit Randy alleine machen. Das könnte auch sein. Vielleicht haben die da so einen Masterplan entwickelt. Alles denkbar. Oh, Ackergras ist schon gleich wieder voll. Ich glaube, das werden wir mal eben hier... mal eben den Drescher hier hinstellen. Und abtanken, damit wir nicht wieder in die Frucht reinfahren. Das passiert mir ja irgendwie ständig. Ja, was ich auf jeden Fall machen möchte, ist auch hier diesen Hängerzug. Also den Hängerzug an sich finde ich cool, aber ich werde den HW80 hinten gegen den Agroliner auch austauschen. Den zweiten Agroliner Drehschemel, der kommt dann da hinten dran. Dann haben wir 2x20.000, 40.000 wegfahren, das ist schon eine gute Sache. Das können wir dann schon machen, ne? Also ganz ehrlich, der Drescher ist tatsächlich dreckig schöner als neu. Ich finde dreckig sieht ja richtig cool aus. Er hat auch eine schöne Drecktextur bekommen. Da muss man den einfach lassen. Der ist nicht überall dreckig, sondern der hat wirklich an speziellen Stellen hat der Dreck bekommen. Das passt einfach. Da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, wo denn Dreck entsteht. Ja. Oh, guck mal, das Schneidwerk wackelt da ganz schön dran. Ist auch, glaube ich, nicht dafür ausgelegt hier für den. Aber. Ja, werden wir auch immer machen, einen neuen Drescher kaufen, ne? Ich habe auch, ich hätte noch kein Zeug verkauft. Ich wollte es eigentlich mit euch zusammen machen, aber es hat sich halt so angeboten. Das Ding ist irgendwie, hat die Karte, ich weiß nicht warum, aber gefühlt hat die Karte mitten in der Nacht die besten Preise. Also hier im Spiel der Karte, wie ihr seht, ihr um 9.18 Uhr gerade. Ich nehme also sehr kurz auf, bevor wir nachher noch live gehen, um so ein kurzes Update zu haben. Und weil ich hier gerade sowieso ein bisschen spiele und Gas gebe, ne? Wir können ja jetzt mal aktuell die Preise uns angucken. Ich glaube, die sind echt, ja, sind wieder runtergegangen, massiv. Gerste war bei 420. Da habe ich schon überlegt, ob ich die verkaufe. Hafer ist noch okay. Raps ist okay. Sonnenblumen, naja. Soja war schon auch bei 800. Das ist schon auch schwach. Also die Preise, diese schweren Preise, das ist schon echt schwer, sich da irgendwie... Heu ist gut. Guck mal hier, 72 Euro. Ist nicht schlecht. Könnten wir überlegen, ob wir nochmal eine Runde Heu machen. Ackergras, 680. Das ist auf jeden Fall gut. Das ist richtig gut. Da sollte ich auf jeden Fall zeitig verkaufen, was wir hier kriegen. Und, Kompost ist gerade schlecht, ne? Also Kompost war auch schon bei fast 600, da habe ich auch verkauft. Sonst hätte ich das mit euch zusammen gemacht. Aber das sollte man schon dann, ja, man
muss hier wirklich in diesem Schwierigkeitsgrad, da muss man gucken, wann was gut ist. Also da kann ich auch nicht auf 100 Euro pro 1000 Liter verzichten. Das, sonst kommt man halt nicht weiter. Jetzt stimmt, 230.000 klingt viel Geld, aber das ist so schnell weg hier. Überlegt mal, jetzt mal angenommen, ich möchte eine Sämaschine kaufen und die einzige, die wirklich sinnvoll ist an der Stelle, ist halt die 9DC, ne? Die macht absolut Sinn. Die, ja, habe ich gesagt, die kann auch Zwiebeln und Karotten. Die kann eben, ne, keine direkt, also die hat Direktsaat, die kann düngen und säen gleichzeitig 9 Meter. Aber das sind halt 104.000. Da ist die Hälfte wieder weg. Und dann können wir halt nicht mal eben irgendwas machen, ne? Das wird sich dann halt schon. Ach, schwierig ist das. Das ist nicht so einfach, wie es sein könnte. Naja. Ansonsten wollte ich auch noch Gebäude setzen, aber damit müssen wir warten. Ich habe auch überlegt, bei den Kühen noch ein bisschen mehr zu investieren. Aber auch die Preise, zeige ich euch gleich, wenn wir drehen, die sind unterirdisch. Das ist kein Quatsch. Die sind wirklich unterirdisch. Ich glaube, Milch ist gerade für 600 oder 700 Euro die 1000 Liter. Das grenzt ja schon fast an Realpreise. Ja, das vielleicht nicht. Wo sind wir denn da? Warte, lass mich eben überlegen. 700 Euro, 1000 Liter sind 70 Cent auf dem Liter, ne? Ist richtig, ja. Ja, ist so weit nicht weg. Ne? Ja, wenn man die beim Bauern sofort kauft, dann hat man dann 70 Cent. Aber wie gesagt, das ist nicht so weit weg von den Realpreisen. Ja, ich weiß, im Supermarkt gibt es die noch günstiger und das ist auch falsch alles. Da braucht man nicht drüber diskutieren. Ich bin sofort dabei. Wenn in Zukunft die Milch 1,50 Euro oder von mir aus auch 2 Euro der Liter kostet, dann ist das so. Ne? Das ist auch gute Milch dann. Aber dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen. Ich bin bereit, auf jeden Fall mehr für die Milch zu zahlen. Aber gut, 70 Cent. Wir kriegen hier 70 Cent für einen Liter. Und ich sage euch das ganz ehrlich, wir haben 14 Kühe, die haben wir auch versorgt. Da geht richtig viel Zeug rein. Wir haben aber gerade mal 1600 Liter. Das heißt, hier sind 1200 Euro sind hier gerade drin. Was will ich denn mit 1200 Euro? Ich habe noch nicht mal ein Fass, mit dem ich es transportiere. Doch, wahrscheinlich dieses kleine Anhängerfass, mit dem wir den Diesel zu der Produktion... Ja, so richtig ist es auch nicht. Aber theoretisch würde es wahrscheinlich damit gehen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also Kühe ja. Und ich werde auch noch mehr dazu packen, weil das ganze Graszeug ist halt... Es kostet mich nicht so viel, was da reingeht bei den Kühen. Von daher finde ich das alles okay. Wie gesagt, wir müssen einmal jetzt Klee machen, damit wir auch eine ordentliche Produktion, Reproduktionsrate auch haben. Ne? Obwohl, wir sind bei 78%, das ist so schlecht nicht. Ja, wir machen Klee noch voll, wir kaufen ein paar Kühe dazu. Aber das kann kein Masterplan sein. Kühe sind kein Masterplan. Das sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe übrigens hier noch Feld 25 zu ernten. Das habe ich mir geschnappt heute Morgen. Feld 25, Baywa Agrar abgeben, ist nämlich hier oben links. Ist das hier, direkt hier Baywa Agrar abgeben. Ja, besser kann es ja nicht laufen, ne? Das kann ja gar nicht besser laufen. Von daher werden wir da mit dem Drescher einmal hinfahren und dann da runter ernten. Ja, liebe Leute, so viel zu dem Update. Gibt es noch was ich sagen müsste? Ne, außer Däumchen erlassen. Ne? Auch beim Video immer schön Däumchen erlassen. Da freue ich mich drüber. Und ansonsten hoffen wir mal, dass das hier gleich nicht kommt. Ja, aber es wird in den nächsten Tagen wieder regnen. Das ist die Ellerbach. Da wird es in den nächsten Tagen wieder regnen. Das ist einfach so. Das können wir auch nicht verhindern. So, wieso ist jetzt die sind die Pflanzen noch nicht kaputt gegangen? Moment, hat hier einer Fruchtzerstörung ausgeschaltet? Freunde! Jetzt ist aber zappenduster gleich hier. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Moment. Ich prüfe. Also, dann müsste ich heute Abend aber mal... Das geht, wir können ja nicht einfach das Zeug ausschalten. Achso, ich muss mich anmelden als Admin, ne? Moment. So, Admin ist Suppenkasper. Nein, ist natürlich nicht. Bruchzerstörung an. Aber wieso... Ich bin doch da gerade... Habt ihr gerade gesehen, ne? Hm.
Achso, vielleicht machen wir den Regen mal wieder aus. Das redet ja gar nicht. Liebe Leute, lasst mir auf jeden Fall ein Däumchen da. Und schaltet heute Abend ein, ne? 20:30 Uhr. Ich kann es nicht genau versprechen, aber da in der Ecke, da wird es sein. Ich freue mich auf euch und ich freue mich auf einen schönen Abend. Bis dahin, alles Gute, bye bye und ade.